Mausfans. Habt ihr schon die schlechte Nachricht gehört? Bald soll es keine Stempel mehr mit Ortsnamen auf den Briefmarken geben. Da kann man nicht mehr erkennen, ob uns die Mausfans aus Münster, Viersen oder Büsum geschrieben haben. Aber jetzt die gute Nachricht. Heute zeigen wir euch in der Maus, wie ihr euch einen Stempel selber basteln könnt. Mein Lieblingsstempel kennt ihr ja schon. Den hier. Welchen Stempel sich Armin bastelt, das seht ihr jetzt in der Maus. Viel Spaß. Noch an unsere Geschichte vom zerteilten Auto und an den Kai? Der Kai hat uns damals geholfen, das Auto auseinanderzusägen. Aber der Kai kann nicht nur Autos auseinandersägen, der ist auch ein Erfinder. Und er hat was ganz Tolles erfunden, nämlich wie man sich einen Stempel selber machen kann. Was da drauf kommt, könnt ihr euch selber ausdenken. Aber drei Dinge müsst ihr euch zuerst besorgen. Erstens, eine lichtempfindliche Stempelgummiplatte gibt's in grafischen Bedarfsläden. Die ist nicht ganz billig. Und zweitens braucht ihr eine Folie zum Einfärben von Fotokopien. Beides zusammen etwa 40 Mark, aber wenn ihr euch mit mehreren zusammentut, ist für den Einzelnen nicht so teuer. Und drittens braucht ihr noch ein Stempelkissen, den Rest findet ihr wahrscheinlich zu Hause. 16 Schritte braucht ihr. Und zwar, erstens, müsst ihr euch erstmal ausdenken, was auf den Stempel drauf soll. Ich habe hier mal ein Blümchen gemalt. 1a. Ihr könnt euch natürlich ausdenken, was ihr wollt. Ein Teddy malen oder ein Gesicht. Oder sogar euren Namen. Zweitens müsst ihr euch jetzt von eurer Zeichnung eine Fotokopie machen. Wenn ihr selbst zu Hause keinen Fotokopierer habt, müsst ihr in Kopiershop gehen. Und beim Fotokopieren könnt ihr eure Zeichnung noch vergrößern oder verkleinern lassen, je nachdem, wie ihr das schön findet. Na, komm mal raus. Es geht nur mit einer Fotokopie. Und mit der Fotokopie geht's jetzt weiter. Drittens müsst ihr die Fotokopie auseinanderschneiden. Aber das, was ihr abgeschnitten habt, nicht wegwerfen. Viertens, von der Folie zum Einfärben der Fotokopien ein kleines Stückchen abschneiden, auf die Fotokopie drauflegen, das abgeschnittene Stück drüber und jetzt braucht ihr ein Bügeleisen. Das sollte auf Baumwolle stehen. Dicke Zeitung drunter, dass der Tisch nicht anbrennt und vielleicht sollte ein Erwachsener in der Nähe sein. Und jetzt kräftig anbügeln. Lieber ein bisschen länger als zu kurz. Fünftens, die Folie langsam und vorsichtig abziehen. Jetzt ist die Fotokopie rot, aber das interessiert uns nicht. Es geht uns um die Folie, von der die Farbe weggebügelt ist. Das Stück brauchen wir. Sechstens, einmal durch die Bude rennen und ein kleines Plastikschälchen finden mit einem flachen Boden. Dann die Folie nehmen und an der einen Seite passend schneiden. Schnipp. Und das gleiche an der anderen Seite auch nochmal. Schnapp. Und jetzt kommt die lichtempfindliche Stempelgummiplatte ins Spiel. Der Raum, in dem ihr das macht, sollte nicht allzu hell sein, ist ja lichtempfindlich. Ein etwa gleich großes Stück abschneiden geht ein bisschen schwer. Vielleicht können die Eltern ja dabei auch ein bisschen helfen. Und nachher sofort wieder einpacken. Siebtens. Diese Stempelgummiplatte hat auf der einen Seite eine Schutzfolie. Die abziehen und mit der Seite, wo die Folie war, auf die rote Folie draufkleben. Achtens, das alles zusammen mit Klebeband auf dem Plastikschächtelchen befestigen. Neuntens, ein Belichtungsrohr bauen. Stück Papier nehmen, 15 cm breit, an einer Seite an dem Schächtelchen festkleben, einfach einrollen. Da wieder zukleben, dann hält's. Und damit es oben nicht aufgeht, noch einen zweiten Klebestreifen an die andere Seite. Das ist jetzt ein Belichtungsrohr, ein Belichtungsapparat. Und dann Schritt Nummer 10. So, und diesen Belichtungsapparat, dieses Rohr jetzt nach draußen irgendwo ins Freie, entweder auf dem Balkon oder im Garten, Zeitung unterlegen, dass kein Dreck dran kommt. Und das, wo der Stempel draus werden soll, nach unten, dass von unten kein Licht dran kommt. Das Rohr muss aber nach oben zum Himmel zeigen, möglichst nicht unter einem Baum. Und die Sonne darf auch nicht direkt von oben reinscheinen. Und wie lange dauert das jetzt? Also bei richtig schönem Wetter, wenn die Sonne scheint, Viertelstunde vielleicht. Wenn es nicht ganz so schön ist, eine halbe Stunde. Und wenn trübes Wetter ist, ungefähr eine Stunde. Lieber einen Moment länger drin lassen, dann ist es sicher. So, das Tageslicht belichtet nämlich jetzt die lichtempfindliche Stempelplatte. Elftens, danach den Belichtungsapparat wieder auseinandernehmen. Von dem Plastikschächtelchen erstmal die Klebestreifen entfernen, vorsichtig, dass nichts kaputt geht. Erst die Klebestreifen ab. Noch einer. So, und jetzt ganz vorsichtig die Folie
von der Stempelgummiplatte wegnehmen. Und wenn ihr bis jetzt alles richtig gemacht habt, dann könnt ihr jetzt schon sehen, ob der Stempel was wird. Da sieht man nämlich das, was später Stempel wird, schon ganz deutlich. Zwölftens, jetzt die Stempelgummiplatte auswaschen. Einfach mit Wasser und einem weichen Pinsel. Wer allergisch ist, sollte vielleicht ein paar Haushaltshandschuhe anziehen, aber ansonsten ist es ungefährlich. Und dann sieht man den Stempel schon richtig erhaben sich abbilden. 13. Die Stempelgummiplatte trocknen im Föhn, dauert etwa 10 Minuten und nicht zu heiß sollte es sein, sonst verbrennt ihr euch. 14. Ein Stückchen Doppelklebeband nehmen und hinten auf die Stempelgummiplatte draufkleben. Abschneiden und jetzt kommt das Schwierige, jetzt muss man fummeln. Da ist nämlich wieder eine Schutzfolie drauf, bis man die ab hat, das dauert. Über die erste Schicht noch eine zweite Schicht drüber legen, damit der Gummi nachher ein bisschen federt. Wieder abschneiden. Und 15. Diese Stempelgummiplatte mit den beiden Klebeschichten drunter ausschneiden. Möglichst nah am Stempel, aber nicht reinschneiden. Und 16. und letztens, jetzt haben wir es gleich geschafft, nochmal ein bisschen fummeln, die zweite Papierfolie von dem zweiten Klebeband abmachen und das Ganze damit auf ein Holzklötzchen kleben. Möglichst ein gehobeltes, damit ihr euch keine Splitter in den Finger zieht. So, nochmal kräftig andrücken, dass es hält. Und fertig. Und jetzt das Stempelkissen nehmen und ausprobieren. Na, beim ersten Mal hat er die Farbe noch nicht ganz angenommen. Jawohl, bravo. Und jetzt den Kai mit seiner eigenen Erfindung überraschen. Hallo Kai. Ja, hallo Armin. Sag mir mal deine Backe. Was willst du mit meiner Backe? Du bestempelst mich. Du hast ihn selbst gemacht. Ja. Hat wunderbar funktioniert. Und wenn ihr das jetzt so schnell mit den ganzen 16 Schritten nicht mitgekriegt habt, schreibt uns einen Brief. Aber bitte, 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 Rückporto und Rückumschlag mit Adresse nicht vergessen, sonst gehen wir nämlich langsam pleite.